Wolfsburg, Freunde, die offizielle Pressekonferenz nach dem Verbandsliga-Punktspiel FC 07 Albstadt gegen den VfL Sindelfingen. Ihnen präsentiert durch die Lehner Brauerei Rosenfeld, ist hiermit eröffnet. Ich begrüße recht herzlich den Trainer des VfL Sindelfingen, Mike Tritt, nämlich recht herzlich auch zum Sieg gratuliere und den Coach vom FC 07, Alexander Eberhard. So, ohne jetzt den Trainern vorgreifen zu wollen, wir haben heute bei äußerlich prächtigen sommerlichen Rahmenbedingungen vor rund 250 Zuschauern ein interessantes Verbandsliga-Spiel gesehen, das die Gäste deutlich für sich entschieden. Apropos Gäste, ich darf den Trainer bitten, die Partie aus seiner Sicht zu analysieren. Bitte schön. Ja, hallo zusammen. Ja, letztes Mal, als ich hier saß im Mai, war es ein anderes Bild. War ein sehr deutliches Ergebnis für Albstadt, obwohl es damals auch nicht so deutlich vom Spielverlauf war. Heute hatten wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Ich muss sagen, ja, natürlich von der Emotionalität her bin ich sehr zufrieden, dass wir hier auswärts die komplette Punktzahl mitnehmen können nach Sindelfingen. Die erste Halbzeit, ja, ging los, wie man sich nicht wünscht als Trainer, dass man 0-1 im Rückstand gerät über einen langen Ball. Also das war so das Mittel. Der Albstädter kompakt stehen, Umschaltverhalten, lange Bälle von Reinspieler und Fiorenza, es hat funktioniert. Zu Beginn dann das 1-0 erzielt. Das Gute war an der Situation, dass wir uns dadurch nicht beunruhigen lassen haben, dass wir weiter an uns geglaubt haben und dann auch das Quäntchen Glück hatten bei der Standardsituation. Muss man einfach auch sagen, das gehört auch dazu im Fußball. Uns flog dann der Ball vor die Füße, wir machen das 1-1 ein paar Minuten später und so waren wir wieder im Spiel. In der ersten Halbzeit hatten wir viele Ballbesitzzeiten, haben den Fußball, wie wir es uns vorstellen, ganz gut gespielt. Und die Möglichkeiten, wo wir dann herausgearbeitet haben, haben wir dann auch zu Toren genützt. Und ja, uns für unser Spiel war heute wichtig, die Kaltschnäuzigkeit auch vom Tor zu zeigen. Das haben wir dann gezeigt mit einem 2-1, mit einem 3-1. Das war wirklich schön kombiniert. Und auch in der ersten Halbzeit dann auch verdientermaßen für uns dann das Endresultat 3-1. Was ich in der zweiten Halbzeit gesehen habe von uns, das war relativ wenig, bin ich ganz ehrlich, das hat mir nicht so gefallen. Wir haben kaum noch beide Sitzzeiten gehabt und hatten dann auch das Glück in der 65. Minute und der 70. Minute, dass wir da nicht den Anschlusstreffer kassiert haben. Dafür haben wir unseren Torhüter, und David Kocsi war, der hier wirklich super pariert hatte und uns im Spiel gehalten hat, und dann kam es, wie es kommen musste. Albstadt musste da machen, es waren für uns mehr Räume da, wir machen das 4-1 und ja, dann noch das 5-1, aber wir wollen schön auf dem Boden bleiben. Wenn mir vor dem Spiel jemand so ein Ergebnis mitgeteilt hätte, hätte ich den Kopf geschüttelt. Ich bin davon ausgegangen, dass es heute ein recht enges Spiel wird, und wir bilden uns nichts drauf ein, wir müssen weiter arbeiten, wir wissen immer noch nicht hundertprozentig, wo wir stehen. Aber wir haben 4 Punkte zu Beginn nach 2 Spieltagen, das gab es in den letzten 2 Jahren auch nicht für uns, von daher bin ich zufrieden. Vielen Dank, Herr Schütz. Fragen von Seiten Markus Ramm von Solheim-Kurier. Das scheint nicht der Fall zu sein, den ich übrigens auch in dieser Runde recht herzlich begrüße. Ebenso Dieter Frank vom FC 07, der die Pressekonferenz wie üblich mitschneidet, sodass wir sie ab morgen auch auf unserer Homepage per Video anbieten können. So, ich darf jetzt Alexander Eberhard bitten, die Partie aus seiner Sicht zu umschreiben. Bitte, Alex. Ja, wenn man 5-1 probiert, dann ist es manchmal schwierig, eine Pressekonferenz abzuhalten. Mein Glückwunsch zu dem hohen Sieg. Meiner Meinung nach war der ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen. Aber klar, wenn man 5-1 verliert, dann ist es dann doch mehr als verdient. Ich denke, wir haben gut begonnen. Ein Start nach Maß, so wie man es eigentlich gewünscht hat, wenn ein Ball auf den Pero, der mit dem rechten Außenrichter das 1-0 erzielt, dachten eigentlich, ja, jetzt muss Sindelfingen kommen, wir können kompakt stehen, was wir eigentlich vorgehabt hätten, und dann immer wieder schnelles Umschaltspiel, was uns auszeichnet. Aber wenn man dann nach 2 Minuten als 1-1 kriegt durch einen Eckball, wobei der Schiedsrichter natürlich einen Eckball gegeben hat, war definitiv Abstoß durch den Sindelfinger-Spieler. Dann ist es eigentlich unglücklich, trotzdem müssen wir das besser verteidigen, dann müssen wir aggressiv zu Wahl gegangen. Das 2-1 war dann in der 30. Wo wir auch wieder im Passspiel nach vorne dann den Ball verloren haben. Genauso wie das 3-1 hatten wir auch den Ball und verlieren dann eigentlich unnötig. Da haben wir fast schon lange gespielt, haben dann auch nicht die Passsicherheit. Die Laufwege waren dementsprechend dann auch schlecht, und von dem her gesehen 3-1 in der Halbzeit. Die Vorgabe war dann in der zweiten Halbzeit,
dass man streit weiter Ziele. Ich denke mal, dann wäre es nochmal sehr, sehr interessant geworden. Wir hatten dann auch mehr Ballbesitz, mehr Spielanteile, die erste 20, 25 Minuten, zweite Halbzeit, hätte dann die Doppelchance in der 70. durch den Maxi Hertha und dann durch den Piero, wo der Torwart von Sindelfingen gut hält. Wenn da das Tor fällt, dann haben wir mit Sicherheit dann nur Chance, dann ins Spiel zurückzukehren. Nach dem 4-1 war dann die Messe gesungen. Also von dem her gesehen, 5-1 wollen wir nicht mehr diskutieren, da wollen wir über das Tor nicht mehr reden. Unterm Strich 5-1 Niederlage, zwei Spiele. 1-8 Tore, spricht natürlich nicht gerade für uns. Wir müssen gucken, dass man jetzt schleunigst die Köpfe dann hochkriegt. In der Kabine ist schon relativ Trübsal, aber das bringt alles nichts. Nach zwei Spieltagen ist noch kein Abstieg, ist noch keine Meisterwoche. Und wir müssen gucken, dass wir durch unsere Mentalität dann wieder ins Geschehen eingreifen können und aus den Fehlern dann lernen. Ich denke, 5-1 in der Lage ist, wie vorher gesagt, ist 2-3 Tore zu hoch. Aber mit dem können wir jetzt dann auch nichts haben. Weiter geht's, bringt nichts. Und wir gucken, dass wir im Calcio dann das abrufen, was wir können. Und klar, jeder weiß, wir brauchen alles zum in der Verbandsliga zum Punkten. Wir dürfen keine Unfälle dann uns leisten. Und das war halt leider durch ein, zwei Spieler gegeben. Und dann können wir nicht konkurrenzfähig. Es muss alles passen. Und dann brauchen wir das nächste Jahr hier alles passen. Danke. Besten Dank an Alex Eberhardt für sein Statement. Fragen von Seiten der Presse sind nicht vorgesehen. Somit darf ich gleich zum Ende der heutigen Pressekonferenz kommen. Ich bei beiden Trainern recht herzlich bedanken, dass sie gekommen sind. Unseren Gästen wünsche ich guten Nachhauseweg und weiterhin viel Erfolg für den weiteren Verlauf der Runde. Und wir sehen uns ja dann beim Rückspiel. Das war's an dieser Stelle aus. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss, herzlichst Ihr FC Nürnberg. Ciao.